Ich begrüße unsere Zuschauer wieder zurück in unserer kleinen Kaffeerunde jetzt. Wir wollten uns darüber unterhalten, über die Zeit zwischen 2005 und 2010 oder auch später noch. Da haben sich ja Entwicklungen ergeben, die für Sie persönlich, nicht nur für Sie persönlich, aber vor allem auch für Sie nicht besonders angenehm waren. Und die mit den Aktivitäten, um es einmal ganz klar zu sagen, der Sicherheitsbehörden zu tun haben. Wie kann man denn das dem Zuschauer erklären, was sich da abgespielt hat? Naja, also das war nicht nur unangenehm, sondern das war regelrecht auch idiotisch. Das muss man sagen und hat natürlich unangenehme Konsequenzen gehabt und war eine, wieder mal eine Gemeinheit erster Ordnung. Ist ja für mich auch nichts Neues. Ich kenne das ja alles schon. Monatelange, ja, 2 Jahre lange Ermittlungstätigkeit wegen gar nichts, obwohl ich mich überhaupt nicht verdächtig gemacht habe. Das Oktoberfest-Attentat? Ja, das war das erste. Aber jetzt ist ja das zweite hier in der Rede. Das war so, dass bei mir sowohl hier im Schloss Ermreuth als auch auf dem Rittergut in Korrensales eine Razzia durchgeführt wurde. Und der Auftrag lautete, man sollte Sprengstoff auffinden. Das ist die legendäre Operation Feuerball aus dem Jahr 2010. Ja, dass die Feuerball hieß, weiß ich gar nicht. Aber wie es genau abgelaufen ist, das weiß ich. Plötzlich standen dann mitten in der Nacht vor meinem Bett Polizisten. Dann haben gesagt, da, Herr Hoffmann, wir müssen eine Durchsuchung machen. Ne? Und jedenfalls vollkommen hirnrissig und sinnlos meinen Computer beschlagnahmt, Handy beschlagnahmt und so weiter. Gefunden hat man natürlich nichts. Und auf dem Durchsuchungsbeschluss stand wegen Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und ein paar Namen. Und der Hintergrund war der, dass der Verfassungsschutz sich ein paar wie soll ich mal sagen, ein paar Provokateure gefügig gemacht hat. Die hat man veranlasst, ein Telefongespräch zu führen über Handy, von dem klar war, dass es die reguläre Polizei mit richterlichem Beschluss abhört. Und dann haben sie sich über Sprengstoff unterhalten und meinen Namen ins Spiel gebracht. Und das war eine geheimdienstliche Intrige, um einen Vorwand für diese Durchsuchungen zu haben und natürlich, um mich wieder mal durch den Kakao zu ziehen. Daran haben sich ja dann auch weitere behördliche Maßnahmen angeschlossen, ja, die auch vor kurzem gerichtlich... Ja, zunächst erst einmal war die unmittelbare Folge eine riesen Pressekampagne, Titelseiten, Schloss Ermreuth und von hier aus führt die Blutspur hierhin, dorthin, dahin. Ich habe nie ein Gramm Blut vergossen, aber so ist halt es in der Presse aufgearbeitet worden. Ich habe dann einen dieser maßgeblichen Zeitungsschreiber von einem Nürnberger Boulevardblatt, den Herrn Reister, den habe ich dann angezeigt, Strafanzeige gemacht, weil er mich Terrorist genannt hat. Die Strafanzeige ist von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden. Die Begründung ist sehr beachtlich. Das glaubt man kaum. Das war eine Tatsache. War der Staatsanwalt Brunner, der hat geschrieben, es käme überhaupt nicht darauf an, ob ich Terrorist bin oder nicht. Es sei auf jeden Fall von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das ist beachtlich, ja. Ja, na gut. Also da bleibt einem dann die Spucke weg. Da demaskiert sich der Rechtsstaat. So. Und das ist natürlich auch diese ganze Razzia, das Ende muss ich noch sagen. Ich habe natürlich dann die Richterin, die diesen Beschluss unterschrieben hat, habe ich dann auch angezeigt. Und dann hat der zuständige Staatsanwaltschaft hat das eingestellt, dann habe ich den angezeigt und dann auch noch den Generalstaatsanwalt. Sich natürlich Kreise gedreht und da macht man sich sehr einfach. Das wird einfach im Papierkorb geschmissen. Und da hat also der Geheimdienst auch wieder mal die regulären Behörden benutzt, indem er ihnen alle möglichen Geschichten serviert hat,
und die veranlasst hat, also die regulären Behörden veranlasst hat, tätig zu werden. Ich muss hier nochmal ganz kurz dazwischen fahren. Es ist so, die meisten Zuhörer werden sagen, ja, der Hoffmann schwadroniert vom Geheimdienst und er ist ein Verschwörungstheoretiker, der uns seine Verfolgungswahn präsentiert. Wir haben in den letzten Monaten auch verwaltungsgerichtliche Verhandlungen miterlebt in Berlin, in der genau diese Dinge behandelt worden sind und auch als rechtswidrig erkannt worden sind, nämlich Überwachungsmaßnahmen gegen ihre Person. Das heißt, diese Dinge sind gerichtlich festgestellt, sie sind durchgeführt worden, ihre Rechtswidrigkeit ist auch festgestellt worden. Das sind keine Verschwörungstheorien, sondern einfach Tatsachen. Ne? Naja, wir sind angeblich die Verschwörungstheoretiker, in Wirklichkeit ist es der Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz hat ja, das wissen wir inzwischen durch Akteneinsicht, hat ja unter anderem auch eine Abteilung für Legendenbildung. Da gibt es überhaupt nichts zu lachen, das ist ein ganz trauriger Umstand. Ja. Da werden solche Geschichten erfunden, um damit operative Maßnahmen rechtfertigen zu können. Aber ich möchte jetzt nochmal zurückkommen auf die Maßnahme, die wir kurz zuvor besprochen haben. Da war es dann so, die Zeitungen voll. Bei Herrn Hoffmann war eine Razzia und es ging um Sprengstoff und das ist dann natürlich jetzt wieder mal Terrorismus verdächtig, obwohl ich mich mit nichts verdächtig gemacht habe. Und dann wird 2 Jahre lang ermittelt, läuft das Ermittlungsverfahren, aber ich werde nicht gehört, ich werde nicht gefragt, ich weiß überhaupt nicht, um was es geht. Tatsächlich hat ja nie irgendwo eine Explosion stattgefunden. Und auf Antrag von verschiedenen Rechtsanwälten wurde mir keine Akteneinsicht gewährt. Und dann nach 2 Jahren kommt dann plötzlich ein Schreiben, ein Beschluss, das Verfahren ist eingestellt, Verdacht lässt sich nicht begründen, die Sache ist erledigt. Und dann habe ich nochmal Akteneinsicht beantragt und dann hat man mir geschrieben, das bekomme ich nicht, weil ich es gar nicht mehr brauche, denn ich brauche mich ja jetzt nicht mehr verteidigen. Das hat mich sehr viel Mühe gekostet, nochmal einen Anwalt flott zu machen, dem es dann tatsächlich gelungen ist, die Akten zu bekommen, aber leider nicht vollständig. Genau das, was wir eigentlich sehen wollen, nämlich die Einwirkung der Geheimdienste, von der wir definitiv Kunde haben, auf anderen Wege. Das war natürlich nicht dabei. Unter anderem wurde eine DVD mitgeschickt, die zerbrochen war. Da zerbreche mal eine DVD, wie man da arbeiten muss. Das heißt also, da werden geheime Schweinereien unter den Teppich gekehrt und nicht offengelegt. Ich muss hier auch noch mal ganz kurz was sagen, einige der Zuschauer werden sich fragen, diese Akten zu dieser Feuerballaktion sind beim NSU-Prozess sozusagen vor dem Gericht als Beweismittel zugelassen worden. Das heißt, man hat die allen Anwälten verteilt in einer aussortierten Form, sodass sie möglichst schädlich ist. Und auf diese Weise ist dieses Zeug dann natürlich auch an unsere Freunde in Sachsen und Thüringen gelangt. So viel nur als Fußnote. Naja, ich meine, das war ja ganz offensichtlich. Also auch diese Intrige, dieses getürkte Telefongespräch, das diente da ganz offensichtlich dazu, mich schon gleich mal von Anfang an in diese NSU-Angelegenheit einzubinden, die ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht offengelegt war. Also die Geheimdienste... Der Vorlauf hatte schon begonnen. Aus meiner Sicht ist das eindeutig insgesamt ein geheimdienstliches Konstrukt und ich hätte darin eine Rolle spielen sollen. Und wenn das von Interesse ist, dann erläutere ich das auch gleich nochmal. Das war brandgefährlich und nur weil ich mich eben anders verhalte, als man mich einschätzt, wie soll ich sagen, bin ich da einer großen Gefahr, einer Falle entkommen. Weil nämlich 2 junge Leute zu mir gesagt haben, würden sie auch mal in Jena sprechen. Und ich habe gesagt, ja, spreche notfalls in der Hölle, das ist... wenn genug Leute da sind, dann mache ich das. Und dann habe ich gesagt, ich spreche aber nur, wenn die Rede von Anfang bis Ende per Video aufgezeichnet wird.
denn ich muss mich rechtlich absichern. Zum Schluss wird immer irgendwas behauptet, da genügt es dann, er hat vor rechtem Publikum gesprochen und dann hat er halt deren Propaganda bedient. Und das muss aufgezeichnet werden. Und da hat dieser junge Mann zu mir gesagt, ja, da müssen wir mit Wohlleben reden. Das machen wir dann im engsten Kreis. Der Name Wohlleben hat mir gar nichts gesagt damals. Ich war mit dieser ganzen Szene nicht befasst. Und dann habe ich gesagt, nee, also im engsten Kreis geht schon mal gar nichts. Wie gesagt, immer nur unter der Kamera. Ganz, wie soll ich sagen, prinzipiell. Und wenn ich mir das heute schon überlege, man muss sich mal vorstellen, ich wäre in diese Falle getappt. Und ich hätte ein Gespräch geführt mit dem Wohlleben im engsten Kreis. Und dann wären vielleicht noch zwei Provokateure dabei gewesen, die hinterher die Hand heben und behaupten, dass da irgendwas besprochen worden ist, was gar nicht besprochen ist. Ich würde heute dort in München auf der Anklagebank sitzen. Das wäre für den gefundenes Gefressen. Das sieht man schon, so haben die schon vorgearbeitet und haben das, was sie dann später sozusagen der Öffentlichkeit präsentieren, das haben die alles schon im Programm gehabt. So, das musste mal zu der Sache gesagt werden. Und gerade haben Sie angesprochen, diese verwaltungsgerichtliche Verfahren in Berlin. Da war es ja so, dass schon festgestellt war, dass beispielsweise das Vorsprechen des Verfassungsschutzes bei Finanzämtern, Finanzinstituten, Banken etc. illegal war. Das hatte formale Gründe, aber es war eben einfach illegal. So. Und deswegen weiß ich natürlich auch, die haben ja nicht nur bei Finanzinstituten vorgesprochen, sondern auch bei Behörden. Und zwar überall, bei Gemeinden und mit Sicherheit auch beim Denkmalschutz, sogar beim Veterinäramt und beim Finanzamt. Und ich habe das natürlich auch gemerkt an deren Reaktionen, also beispielsweise so etwas Banales wie das Veterinäramt, die unsere Schweinezucht zu kontrollieren hatten. Wir hatten immer eine Sonderbehandlung und ganz genau ins Detail. Da wollte keiner sich irgendwie dann nachsagen lassen, dass er mir irgendwo entgegengekommen ist. Das hat man ganz deutlich gemerkt. Und das war natürlich eine Riesensauerei. Und deswegen weiß ich natürlich auch, weil ich die Akten gesehen habe, zumindest in den entscheidenden Punkten, was die sich für Geschichten einfallen lassen. Ich muss jetzt mal ganz kurz für die Zuschauer zusammenfassen. Ja. Wir haben also die Situation, dass ab dem Jahr 2010 versucht worden ist, hier Legendenbildung zu betreiben, also sie massiv in ein schiefes Licht zu rücken, sowohl bei den Behörden als auch bei anderen Personen und Institutionen. Und diese Entwicklung, die zieht sich dann über mehrere Jahre hin. Ja. Man überwacht sie, man sucht sie zu verleumden und so weiter. Und das sind Dinge, die man auch beweisen kann, also keine Verschwörungstheorien und keine Spinnereien. Und wie geht es dann weiter? Nachdem also hier die Wirkung langsam erzielt wird, die man erzielen wollte. Also zunächst muss ich mal sagen, dass diese horriblen Geschichten und Darstellungen, dass die in den Geheimdienstakten des Bayerischen Verfassungsschutzes schon seit 1980 und 81 und 82 sich angesammelt haben. Die sind schon dort zum Teil gesammelt, zum Teil auch produziert worden. Auch das können wir beweisen, wenn es darauf ankommt, aber das würde jetzt zu weit führen. Und das ist dann immer weiter angedickt worden und das Bundesamt für Verfassungsschutz hat sich dann sozusagen eine Zuarbeit bestellt von den Bayern. Und das waren dann diese Wahnsinnsgeschichten, also terroristische Vereinigung gründen und die Frau Merkel mit einer Handgranate umlegen und Richter und Staatsanwälte erschießen und Kontakte zum Iran und Waffen beschaffen und 300.000 Euro werden bereitgestellt und so weiter und so fort. Und in diesen Akten, zu einer terroristischen Vereinigung gehören immer mehr, sind noch weitere Personen genannt, zwei oder drei, die sind geschwärzt. Ich habe bis heute noch keine Ahnung, mit wem ich also da... Also Sie wissen gar nicht, in welcher Zusammensetzung Ahnung. Diese terroristische Organisation tätig war. Das ist alles geschwärzt worden. Da steht nur aus dem Münchner Raum, gerade im Münchner Raum habe ich überhaupt keine Kontakte. Nicht? Also vollkommener Blödsinn.
und so plump eigentlich, so idiotisch plump, aber es hat seinen Zweck erfüllt. Die Kontrollkommission im Bundestag, hier solche Leute wie Ströbele, die haben eifrig abgenickt und denen ist nicht aufgefallen, dass das vollkommener Blödsinn ist, auf einen einzigen Hinweisgeber zurückgeführt, von dem wir wissen, welche Rolle er gespielt hat. Ich muss auch dazu sagen, es ist ja nicht so, der Geheimdienst bildet sich ein, dass sein Verein besonders dicht ist. So ist das ja auch nicht. Wir haben ja auch Informationen aus dem Innenbereich, möchte ich mal sagen. Unser Problem besteht nur darin, das habe ich ja auch in Berlin gesagt, dass wir unsere Quellen nicht offenlegen können, sonst erfahren wir ja nichts mehr. Aber wir wissen natürlich genau, auch nicht genau, das wäre zu viel gesagt, aber hin und wieder haben wir eben doch mal ein bisschen Einblick in das, was dort gekocht wird und was dort vorbereitet wird. Außerdem wollen Sie ja noch eine Weile leben, ne? Darum würde man die Gegenaufklärung nicht immer... Da muss ich sagen, das hat eine stärkere Rolle gespielt, in der Zeit, wo ich so 50, 60 war. Und ich hatte ja eigentlich auch vor, mich politisch überhaupt gar nicht mehr zu äußern. Und ich hatte ja auch eigentlich meine Ruhe. Nur jedes Jahr zur Oktoberfestzeit musste ich mich dann aufregen, weil dann habe ich immer wieder den alten Mist gesehen. Und obwohl ich eine Einstellungsverfügung habe, in der es heißt, da sich kein Verdacht begründen lässt, obwohl ich niemals vernommen worden bin, es niemals einen Haftbefehl gegeben hat, es ist halt im Internet. Aber all die Jahre hat es, erstmal hat es kein Internet gegeben am Anfang und dann hat es die große Rolle nicht gespielt. Das hat erst dann angefangen, eine größere Rolle gespielt, eben in der Zeit dann in Curventsalis, wo dann hin zum Kunz einen Computer hat. Jeder hat einen Computer und wenn man jemanden kennenlernt, dann guckt der erste Mal Karl-Heinz Hoffmann, wer ist das, Wikipedia, und dann geht es dann los. Und also wieder zusammengefasst für die Zuschauer, Sie haben unter Google und unter dem Internet zu leiden begonnen. Ich habe dann... Weil die Menschen, der Zahnarzt an der Ecke googelt und findet dann raus sozusagen, was da an Gerüchten im Internet ist. Ja, und dann ist natürlich, also man war eigentlich mit mir zufrieden, Hoffmann ist nicht politisch tätig, der verweigert sich, der ist abstinent. Aber, und da können wir alles so lassen, wie es ist, das, was wir aufgebaut haben, der Verdacht, das wirkt. Und wir haben unseren Blitzableiter, unseren eigenen Dreck, können wir damit kaschieren. Und dann sind sie aber zu weit gegangen mit dieser Razzia hier, die ich vorhin geschildert habe. Da hat es mir gereicht. Das hat natürlich auch mich mein Geschäft gekostet. Wer soll denn mit mir eine geschäftliche Verbindung eingehen, wenn ich Titelseiten habe, wo ich als schlimmster Nazi und Massenmörder bezeichnet werde, darüber sind sozusagen meine geschäftlichen Möglichkeiten vollkommen zerbrochen. Das ist natürlich ein schmerzliches Kapitel, dieser wirtschaftliche Aspekt. Ne? Dann hatte ich ja nichts mehr zu verlieren. Und dann habe ich natürlich gesagt, so, und jetzt nutze ich das Internet. Jetzt legen wir mal den Schalter um. Wirtschaftlich habt ihr mich vollkommen ruiniert. Da könnt ihr mir nichts mehr tun. Ihr könnt mir bloß noch das Leben nehmen. Das Leben ist mir sowieso nicht mehr so viel wert unter diesen Umständen. Ich existiere zwar, aber was ist das für ein Leben? Nicht? Wo ich hinkomme, bin ich der Massenmörder. Und da muss ich sagen, da ist erst einmal die Verteufelungskampagne erst richtig angeschwollen. Wie die gemerkt haben, dass ich jetzt da rumkratze und dass wir natürlich auch in den letzten Jahren neuere Erkenntnisse gewonnen haben, dass wir inzwischen ganz genau wissen, wer diese Oktoberfestverbrecher waren. Ich habe ja die Namen genannt und ich habe es ja auch begründet. Ich habe es ja ganz plausibel dargestellt. Das wird nicht aufgegriffen. Warum? Weil das wahr ist. Vielleicht noch mal zusätzlich, es wurde dann auch der antifaschistische Bauchladen unseres Freundes Ulrich Chaussy mehr oder weniger ad absurdum geführt durch die Akten aus dem Bundeskanzleramt, die wir aufgearbeitet haben und so weiter. Das heißt, es ist eine Situation entstanden, in der dann plötzlich wieder eine Handlungsmöglichkeit für Sie gegeben war. Und in dieser Situation sind wir also heute, wo man im Internet sich zur Wehr setzen kann
und wenn man wieder zurückkommt auf diese Salis-Geschichte. Ja, es hat sich eine Situation ergeben, in der jetzt zwar in den letzten Monaten in der Presse einiger Wirbel erzeugt worden ist, wo man aber auch was dagegen halten kann. Was haben Sie denn da gemacht in dieser Zeit? Ja, also mit dem Dagegenhalten ist es so, die Zeitungen verlieren langsam ihren Einfluss und es wird sich auch fortsetzen, dieser Trend. Die versuchen natürlich dann auch ins Internet zu drängen, aber da sind sie eben nur einer von vielen. Und sehr starke Wirkung hat eben immer noch das Fernsehen, weil sie einfach Millionen Menschen erfassen. Und da ist es sehr schwer dagegen zu halten. Das kann man machen mit Videos und so weiter. Das bringt etwas eigentlich nur bei den interessierten Leuten. Die nehmen das wahr, die kann man auch aufklären. Aber die Masse der Bevölkerung hängt eben nach wie vor an der Glotze. Und was da verbreitet wird, das ist eben einfach wahr. Und für mich hat das natürlich eine Ausgrenzung zur Folge. Ich sage das ganz offen. Ich verstehe heute sehr gut, wie damals die deutschen Juden im Dritten Reich gelebt haben. Es muss furchtbar gewesen sein, diese dauernde Ausgrenzung und Diffamierung. Und mir geht es gar nicht anders. Ich meine, irgendwo habe ich diesen Antifa-Spruch gelesen, bezogen jetzt auf diese Enteignung des Rittergutes. Jetzt hat er ein Schloss weniger. Ja, wie hört denn sich das an, wenn im Dritten Reich jemand hämisch gesagt hätte, jetzt hat der Jude ein Kaufhaus weniger. Das ist doch pervers. Die merken gar nicht, was sie da eigentlich tun und dass sie sich nämlich genau so verhalten, wie sie es den Nationalsozialisten vorwerfen. Ich finde das so schäbig und unerhört. Aber zum Einfluss des Internets. Es ist halt so, die Presse kann einen blödsinnigen Artikel schreiben, hat weiter nichts als Verdacht und immer wieder Aufguss ihrer alten Antifa-Quellen. Wir haben dagegen klare Beweise. Wir haben Akten, Akteninhalte. Wir haben auch solche Akten, die man uns nicht gönnt. Nicht? Wir verfügen teilweise über Akten, die eigentlich für 80 Jahre gesperrt sein sollen. Und daraus können wir schöpfen. Und das tut natürlich dem Gegner weh. Und jetzt kommt es. Der Zeitungsartikel ist im Internet und dann ist aber gleich meine Stellungnahme direkt in der Zeile darunter. Und das heißt also, im Internet bin ich gleich stark. Nicht? Bei der Verteilung der Bild-Zeitung nicht. Nicht? Das, da wird das Butterbrot drin eingewickelt, das liest man auf der Baustelle und überall. Dann wird es weggeschmissen, Gott sei Dank. Irgendwann lesen es die Leute vielleicht auch nicht mehr. Aber im Internet werde ich wahrgenommen und gleich stark wahrgenommen erstmal. Und das wird auf lange Sicht schon eine Veränderung der Sichtweise bringen. Und jetzt nochmal auf den Punkt, ob ich noch ein bisschen leben möchte. Also ich bin mir darüber klar. Ich habe eigentlich nur das Ziel, mich zu rehabilitieren. Ich habe im Leben Fehler gemacht. Wenn man in meinen Fehlern rumbohren würde, und das aufbereiten und mir meine Fehler vorhalten würde, dann habe ich gar nichts dagegen. Obwohl ich wieder sagen muss, mein größter Fehler, den ich im Leben gemacht habe, ich habe das schon öfter gesagt, mein größter Fehler war, dass ich zu lange an die Rechtsstaatlichkeit in der Bundesrepublik geglaubt habe. Ich habe an die Stabilität der Gesetze geglaubt, ich habe geglaubt, wenn ich nichts Unrechtes tue, kann mir nichts passieren. Dieser Glaube ist mir gründlich genommen worden. Ich möchte dem vielleicht sogar ein Stück weit widersprechen. Mir als Anarchist erscheint es manchmal naiv, sich überhaupt mit Gerichten auseinanderzusetzen. Ja, das muss ich ganz offen sagen. Also die bürgerliche Justiz ist für mich keine Kategorie, die mich interessiert. Wenn man aber Ihre Arbeit beobachtet, Sie versuchen zum Beispiel auch in dieser Sache Salis, wirklich vor Gerichten auch Ihre Sichtweise durchzusetzen. Also, warum machen Sie das nach all den Jahren eigentlich noch? Wo Ihnen doch eigentlich klar sein müsste, dass es da nichts zu gewinnen gibt. Also zur Justiz und zu den Behörden muss man mal Folgendes sagen. Wollen wir mal die einzelnen Behörden, die wir haben, auf ihre Rechtsstaatlichkeit untersuchen. Die Behörde, der ich
grundsätzlich, ganz prinzipiell rechtsstaatliches Verhalten unterstellen möchte. Da werden Sie sich jetzt wundern, wenn ich das sage. Das sind die Gefängnisverwaltungen. Ich habe nirgendwo so rechtschaffene Menschen kennengelernt, die sich wirklich ganz ordentlich an das Gesetz halten, wie die Beamten im Gefängnis. Die habe ich oft bewundert. Was die an Ungezogenheiten hinnehmen müssen und einfach wegstecken und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich bin im Gefängnis, ich habe immer gewusst, die Leute, die mich bewachen müssen, haben mich dort nicht hingebracht. So, das ist das eine. Unsere Polizei, muss ich sagen, ist noch weitgehend in Ordnung. Unsere uniformierte Polizei ist, von ein paar Ausnahmen, die es immer gibt, abgesehen, weitgehend in Ordnung, unbestechlich und rechtstreu. Die Polizei und die Kriminalpolizei wird natürlich von den Geheimdiensten benutzt, die muss dann tätig werden. Allerdings, ja. Ja, teilweise gegen ihren Willen, teilweise aber auch, weil sie ihrerseits an die Rechtsstaatlichkeit der Geheimdienste glauben. In deren Augen ist es eine übergeordnete Behörde. Aber das setzt auch langsam ein Umdenken ein. Dann haben wir den Bereich der Landeskriminalämter und Bundeskriminalamt. Die, das kann ich beweisen, die sind konterkriminell. Die sind richtig gehend konterkriminell und die tun alles, um ein bestimmtes politisches Ziel herauszuarbeiten. Ohne Rücksicht auf Verluste, mit durchgehender Unehrlichkeit, mit ganz üblen Vernehmungsmethoden. Also das ist schon keine rechtsstaatliche Behörde mehr. Bei der Justiz ist es so, von den Staatsanwälten dürfen wir gar nichts hoffen. Die Staatsanwälte sind weisungsgebunden und die machen das, was man ihnen vorgibt. Und was halten Sie von der Bundesanwaltschaft, also vom Generalanwalt? Komme ich gleich drauf. Bundesanwaltschaft, komme ich gleich dazu. Und dann haben wir noch die Richter. Und da möchte ich mal was schildern, was ich erlebt habe. Also schon in den 70er Jahren. Ich hatte einen sehr guten Rechtsanwalt, der ist in die Verhandlung gezogen mit dem Bewusstsein, dass Recht gesprochen wird. Und er hat zu mir gesagt, Herr Hoffmann, wenn ich nicht daran glauben kann, dass ein deutscher Richter nur nach unabhängig nach Recht und Gesetz urteilt, dann ziehe ich meine Robe aus. Ein oder zwei Jahre später hatten wir wieder einen Prozess, ging immer um Versammlungsgesetz, um Nichtigkeiten. Da habe ich gesagt, Herr Göttner, wie ist denn die Rechtslage? Da hat er gesagt, Herr Hoffmann, fragen Sie mich nicht nach der Rechtslage. Für Sie gibt es kein Recht mehr. Fragen Sie mich lieber, welchen Richter wir haben. Und das ist der Punkt. Immer wenn ich vor Gericht gestellt wurde, oder meistens, ich bin zwar verurteilt worden, aber zum Beispiel auch wegen dem Versammlungsgesetz, aber dann sind im Urteil doch solche Sprüche ganz klar festgestellt, dass nichts darauf hindeutet, dass Herr Hoffmann irgendwie fremdenfeindlich oder antisemitisch oder nationalsozialistisch wäre. Das habe ich dann schon und da habe ich auch schon Freisprüche bekommen. Bei dem großen Verfahren, dem letzten, wo ich zwei Jahre lang vor Gericht stand, war das Gericht natürlich, ist ja auch so, Schwurgericht hat erstmal alles eingestellt, hat dem Staatsanwalt die Akten auf den Tisch gestellt und hat gesagt, mit so einem Unsinn kann ich keinen Mordprozess führen. Dann wurde der Prozess erzwungen und das Gericht hat mich dann verurteilt, aber nicht auf den Mord. Da wurde ich freigesprochen. Ich weiß nicht, ob das jetzt dahergehört, aber es muss mal gesagt werden. Und dann bin ich verurteilt worden, habe 8 Jahre im Gefängnis gesessen. Das muss ich mir gelegentlich vorhalten lassen. In der Presse heißt es dann immer, wegen seiner Taten. Aber das fällt schon auf, dass die Taten nicht erörtert werden, weil das nämlich nichts moralisch Verwerfliches war. Nun fragt man sich, eigentlich hätte ich freigesprochen werden müssen. Das ging aber nicht. Nach 6 Jahren Untersuchungshaft kann man niemanden mehr freisprechen und einfach heimgehen lassen. Da ist der Druck ungeheuer. Und ich sehe das heute so. Ich habe genügend Anzeichen dafür, dass man mir eine so hohe Strafe gegeben hat für meine Auslandssachverhalte,
die aus meiner Sicht notwendig und gerechtfertigt waren, weil man mit der Staatsanwaltschaft ganz offensichtlich einen Deal gemacht hat. Mit mir nicht. Man hat mit der Staatsanwaltschaft vereinbart, ihr geht nicht in die Revision gegen unser Urteil und wir geben ihm mehr Jahre auf die Uhr, als der Sache zuträglich ist. Aber dann ist Ruhe mit der ganzen Sache. Weil genau genommen haben sie mich wahrscheinlich sogar mit diesem Urteil beschützt. Denn der Staatsanwalt wäre in die Revision gegangen, da hätte es wieder 2 Jahre gedauert, bis ein neuer Mordprozess aufgelegt worden wäre. Dann hätte der Prozess wieder 2 Jahre gedauert und zum Schluss weiß kein Mensch, ob welcher Richter dann endlich einmal sagt, nee, jetzt mache ich halt, was die Staatsanwaltschaft will. Also das ist die Beantwortung der Frage, wie ich die Justiz, die Behörde,